Wisst ihr noch, als ich euch letztens dieses Wesen namens Siren Head vorgestellt habe? Quasi den neuen Slenderman mit Sirenen auf dem Kopf, der Menschen heimsucht und jagt? Dann schaut euch jetzt an, denn heute geht es um eine weitere Kreatur. Longhorse. Zu Deutsch langes Pferd. Diese Kreatur hat, wie der Name vermuten lässt, einen Pferdeschädel. Das Besondere an ihr ist aber sein Hals, denn der ist lang, sehr lang, man sagt sogar unendlich lang. Das sagt man übrigens auch über eines meiner Körperteile. Okay, machen wir weiter. Ach ja, und Longhorse soll nach Zimt riechen. Der Legende nach wurde Longhorse auf einem antiken Höhlengemälde entdeckt. Hier, sein Erfinder sagte, es war schon immer da. Mit diesem Foto. Ein Foto des langhalsigen Pferdes mit drei Menschen drumherum. Was wohl so viel bedeutet, dass es Longhorse schon immer gab, schon seit der Antike. Es soll aber im Gegensatz zu Siren Head an sich nicht bösartig sein, sondern die Menschen im Gegenteil warnen und beschützen. Wenn jemand das Knacken seines megalangen Halses hört oder das lange Pferd sieht, soll es ein Anzeichen sein, dass bald eine Katastrophe eintreten wird, die die Menschheit heimsucht. Also fassen wir zusammen. Longhorse ist ein Pferd mit einem gefühlt unendlich langen Hals, das Katastrophen vorhersagen kann und uns warnt davor, vor Erdbeben, vor Bränden, vor Kriegen. Aber Bruder, wo warst du eigentlich bei Corona, Mann? Da hätte ich mal vorher den langen Hals sehen müssen. Hey, ich meine, ich finde das gut. Endlich mal eines dieser Wesen, was uns nicht töten will. Der Slenderman entführt Kinder. Siren Head jagt uns in den Wäldern und mit unseren eigenen Stimmen spielt es ab über seine Sirenen. Aber Longhorse, Freunde, Longhorse ist für uns da. Lang lebe Longhorse. Das waren aber vier L's hintereinander. Allerdings gibt es da noch eine Sache, die ihr wissen solltet. Der Erfinder von Longhorse, Trevor Henderson, sagte, wenn ihr zu lange auf Longhorse Hals starrt, dann zerfallt ihr zu Staub. Also solltet ihr das besser nicht tun. Trevor Henderson hatte es angeblich ursprünglich in einem Traum gesehen. Longhorse, ihr seht es auf diesem Foto hier. Das hat er als erstes gepostet. Ich habe sein Instagram natürlich verlinkt. Er ist auch der Erfinder von Siren Head. Mittlerweile gibt es aber viele Bilder und angebliche Sichtungen von Longhorse in Wäldern, aber auch in Städten, in Vororten. Es sieht immer gruselig aus, dieses Pferdeskelett gefühlt. Dieser Pferdeschädel und dieser schlangenartige lange Hals, der sich so unendlich lang schlängelt, wie so eine mega lange Schlange und keine Ahnung. Wenn es Longhorse wirklich geben sollte und ich würde nachts jemals das sehen, dann würde ich zwar wegrennen und denken, jetzt kommt eine Katastrophe und mich irgendwo verstecken. Auf der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich so verstört, wenn ich es sehen würde, dass ich gar nicht mehr rennen könnte. Denn schaut euch Longhorse doch mal an. Ein wahnsinnig gruseliges Wesen. Wenn ihr Lust habt, dass ich mal auf Longhorse-Sichtung reagiere, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Da jeder, der Lust hat, dass ich mal auf Videos, auf denen man angeblich Longhorse sieht, reagiere, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Natürlich ist das Ganze eine Legende. Erfunden, wie gesagt, von Trevor Henderson, will ich an dieser Stelle feststellen. Aber wer wissen will, was es mit Siren Head auf sich hat, als letztes habe ich auf die Sichtung, angeblich wahren Sichtung von Siren Head reagiert, klickt dafür in die Mitte. Kommt ihr zu den Siren Head-Sichtungen. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf. Und auf das lange Pferd.